Moin Moin, heute mal kurz und knackig mit zwei Picks noch für den Tag und wir beginnen heute um 15.30 Uhr in Berlin, Hertha gegen den VfB. Do or die für die Hertha, vor allen Dingen, weil Schalke ja gestern dreifach gepunktet hat, deswegen, ja, könnte nervös werden. Ja, Stuttgart hat unter der Woche Pokal gespielt, Kräfte gelassen, Hertha muss zwingend und ja, ein Tor werden sie auf jeden Fall erzielen, VfB auch. Die Abwehr von Hertha haben wir ja oft schon besprochen, nicht Bundesliga-tauglich. Wird so bleiben. Unentschieden nutzt keinem was, deswegen werden beide auch auf Sieg gehen, beziehungsweise der VfB auf Konter lauern, Hertha drücken. Ich sehe hier auf jeden Fall über 2,5 Tore im Spiel und dass beide treffen. Das könnte eine richtig wilde, hibbelige Veranstaltung werden. Bin gespannt. 2,05 finde ich auf jeden Fall gut. Dann gehen wir in den Abend und in die zweite Liga zum Topspiel. Darmstadt gegen Pauli. Ja, Darmstadt kann aufsteigen, muss das Spiel nur siegreich gestalten. Ich denke, sie werden es schaffen. Wir gehen auf die 1 und aufs Both Teams to Score für eine sensationelle 3,90. Pauli auswärts unter Hürzeler immer treffsicher, mindestens einen Treffer gefunden. Zuletzt auswärts dieses 4:3 beim HSV. Ich denke, dort hat man die Relegationsplatzchancen verspielt. Ja, aber dennoch, man will natürlich auch den HSV unter Druck setzen weiterhin. Man weiß, im Finish versagen sie häufiger. 3 Punkte wären sinnvoll. Die Gegenwehr wird es also geben. Das münzt für mich in mindestens einen Treffer für Pauli. Aber ich denke, Darmstadt wird es heute Abend vor guter Kulisse am Samstagabend perfekt gemacht ziehen. Dann morgen die Aufstiegsfeier. Also ich denke mal, der Wille wird siegen. Und ja, tipp mal so ein 2-1, 3-1 und denke, das wird ein richtig geiler, munterer Kick. Bin sehr gespannt, ja, auch auf eure Meinung und was ihr noch so habt. Ballert hier unten gerne in die Kommentarfelder. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht morgen wieder mit weiteren Picks. Bin erstmal gespannt, wie es heute so läuft. Ja, ist auf jeden Fall schwierig gerade. Alles klar, haut rein, schönes Wochenende. Tschüss.